wird stinkig. Nee, nicht, weil ich mich nicht gewaschen habe, sondern weil es andere Tiere gibt, die stinken. Und zwar aus einem ganz besonders cleveren Grund. Das erste Tier zum Beispiel riecht ganz stark nach dem hier, Knoblauch. Und darum heißt sie auch so, Knoblauchkröte. Zum Glück riecht die Kröte aber nicht immer so, sondern nur, wenn sie Angst hat. Zum Beispiel vorm aufgefuttert werden. Knoblauch-Angstschweiß sozusagen. Und den können die Angreifer so gar nicht leiden und hauen dann ab. Doch jetzt geht die Stinkparty erst richtig los. Denn zum Knoblauch kommt beim nächsten Tier noch der Geruch nach angebranntem Gummi und ein bisschen vergammeltem Ei und eine Prise Pups. Also ich glaube, das zeige ich euch besser nicht. Dafür aber das Tier, das diesen so besonderen Geruch machen kann, nämlich ein Stinktier. Hey, du brauchst dich doch dafür nicht zu schämen. Denn auch Stinktiere stinken nur, wenn sie sich verteidigen. Die können nämlich nicht sehr schnell rennen. Und deshalb ist Abhauen schwierig. Wenn sie angegriffen werden, hauen sie stattdessen aus zwei Drüsen an ihrem ihrem Hinterteil eine echt ekelhaft riechende Flüssigkeit heraus. Und zwar direkt auf ihren Gegner. Das stinkt so sehr, dass sie damit sogar Bären in die Flucht schlagen können. Der größte Stinker heute ist gleichzeitig auch der kleinste. Zumindest von der Größe her. Denn die Kleinen müssen sich ja oft am meisten verteidigen. Und da ist er hier, der Bombardierkäfer, ganz groß drin. Sein Name sagt ja eigentlich auch schon alles. Der kann nämlich das hier machen. Wow! Der Bombardierkäfer bombardiert einfach alle, auf die er keinen Bock hat, mit einer ekligen Säure. Und die stinkt nicht nur, sondern ist auch heiß. Deswegen dampft die auch so. Ach, mit so einem Bombardierkäfer in der Nähe könnte ich einfach immer behaupten, der war's und nicht ich. Ach, tagelang nicht duschen, dafür ganz viel pupsen. Ach, was ich mir alles erlauben könnte. Ich glaube, ich suche mir jetzt mal einen. Bombardierkäfer gibt es nämlich auch in Deutschland. Also, macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.